Ja, hallo zusammen, hier ist Beske von Freecamp Live. Ja, wir sind jetzt auf die Fähre draufgefahren. Superfast Ferries ist die Gesellschaft und wir fahren, oder wir müssen jetzt da abwarten, bis die Fähre fährt. Das ist etwa in eineinhalb Stunden der Fall. Und ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie es mal auf so einer Fähre ausschaut, wie das Camping an Bord aussieht und wie das hier abläuft. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß beim Video und los geht's! So, also. Ja, eben, gerade romantisch ist das nicht, wie es da ausschaut. Wir werden da mal durch die Reihen laufen, nicht, aber einfach hier. Strom gibt es natürlich überall, he? Das ist klar. Und wenn man Glück hat, ist man da an der Seite und kann die Aussicht genießen auf dem Pier noch. Und dann, das Schiff ist immer noch angemacht, gegen die offene See. Und wenn man, wie ich, nicht das Glück hatte, da an der Seite zu stehen, ist man halt einfach irgendwo zmitzt drin, also in der Mitte irgendwo, und hat gar keinen Ausblick. Und es ist recht typisch in dieser Campinghalle, sage ich jetzt mal. Und wir stehen jetzt da eben, wir haben einen Nachbar gekriegt, he? Wohnmobil, ich habe oben die Seitenfenster aufgelassen. So. Ja, es ist alles voll parkiert, he? Voll zu. Schauen wir noch da rein. Ja. So sieht das aus, he? Nichts mit romantischem Campen. Ja, dann von unserem Platz aus gelangt man da hinter den Lastwagen, muss man da durchlaufen und dann geht es da am Deck sozusagen. Deck, Garage D sind wir. Dann geht es da rein und da sind die Duschen. So, da sind die Duschen und die WCs, also nicht gerade luxuriös, aber es reicht. WCs mal hier, drei Stück. He? Und Duschen, ich hoffe, es ist jetzt niemand drin. Nein, Duschen sieht dann so aus. He? Genügend Platz. Genau, Hauptsache Wasser kommt. Und dann gehen wir mal an Deck rauf. Und für an Deck bekommt man so eine Karte und die Türe ist nur für die Personen, die Camping an Bord machen, erlaubt, und darum ist diese Karte, und ansonsten kommt da niemand runter. Gut. Bisschen ein Labyrinth, he? Rezeption, Bar, Hoteleingang, das klingt gut. Ja, jetzt bin ich an Deck und die restlichen oder die letzten Autos werden jetzt da noch verladen. Also es geht schon noch, die haben schon noch eine Stunde Zeit, aber da müssen schon noch mehr kommen, dass da alles wirklich voll ist. Aber mal schauen, wie es ausschaut bis in einer Stunde.
ob sich das Schiff wirklich füllt. Ich habe mich ein bisschen verlaufen jetzt. Masterdeck bin ich jetzt, das ist da. Aber ich wollte eigentlich ganz nach vorne, aber wir schauen jetzt mal hier hin. Die Tür auf. Oh Gott. Ah, das ist das Masterdeck. So. Schauen wir uns da auch noch mal gegen das Heck vom Schiff. Mal hier raus, haben wir schon mal gehabt, diese Aussicht. Wow. Das ist extrem hoch hier. Und jetzt schauen wir mal noch mal nach hinten raus. Es ist windig hier. Und ein Camper kommt noch. Wir sind da immer noch am Einladen. Genau. Aber wir schauen jetzt mal, ob ich nach vorne ans Deck komme. Ich will nach vorne rausschauen einmal. Ja, ich habe es jetzt irgendwie versucht, nach vorne zu kommen vom Schiff, aber das geht nicht. Die Eingänge sind alle zu, also das einzige Deck, wo man jetzt rausgehen kann, ist dieses jetzt. Ganz am Ende des Bugs ist das, also der Helikopterlandeplatz eigentlich, da kann man rauskommen und die sind da immer noch am Einladen. Unser Kollege Richard mit dem Hilux steht immer noch am Pier, weil er irgendwie zu hoch ist. Keine Ahnung, was jetzt da los ist, ob er da nicht reinkommt oder was jetzt da Phase ist. Wir müssen jetzt das prüfen, ob er jetzt da an Bord kommen kann, aber ich denke, schlussendlich wird er es auch schaffen. Sie haben nicht Camping an Bord gebucht, sondern eine einfache Kabine. Das heißt, das Auto wird in der Garage unten irgendwo also geparkt. Aber anscheinend ist da irgendwas nicht gut mit der Höhe. Aber wir hoffen jetzt mal, dass sie auch aufs Schiff können. Ja, die Gesellschaft ist super fast ferries, Entschuldigung, wie man jetzt da auf der Karte sehen kann. Und wir fahren von Bari, Italien, nach Igoumenitsa, nach Griechenland. Und die Fähre fährt um 7:30 los am Abend und ist um 6:00 früh in Igoumenitsa in Griechenland. Kosten der Überfahrt sind ca. 300 Euro, jetzt mit diesem Camping an Bord, plus noch die Personen, die im Fahrzeug dann übernachten. Das sind die 80 Euro nochmal, wo oben drauf kommt. Und die Rückfahrt ist auch ein bisschen höher. Wir haben dann eine Kabine und dann kostet das, glaube ich, schon irgendwie über 400 Euro. Aber ja, was will man machen, ne? So, ich gehe jetzt nochmal runter und schaue mal die Situation an, wie viele Camper jetzt da wirklich stehen auf unserem Deck. Aber ich denke, das wird alles sehr, sehr zu parkiert sein. Jetzt braucht man eben diese Karte, sonst kommt man da gar nicht ins Deck von den Campern. Eieiei, die Türe. Also. You'll get burned again.